Hallo meine Lieben, schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Und die, die mir bisher noch nicht gefolgt sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Nicoletta. Wenn euch mein Kanal interessiert, dann drückt doch einfach unten auf den Abonnieren-Button oder vielleicht auch auf das Glöckchen, dann könnt ihr nämlich keins meiner Videos mehr verpassen, die sich alle so um Beauty, Do-It-Yourself und was mir gerade so in den Kopf kommt drehen. Ich habe heute mal ein Flop-Video für euch. Ich habe hier jede Menge Produkte vor mir stehen, die jetzt so nach längerem Gebrauch oder auch kürzerem Gebrauch nicht für mich funktionieren und die möchte ich euch gerne vorstellen. Also holt euch eine Tasse Kaffee, denn es wird heute ein bisschen länger. Ich schaffe es ja im Moment nicht irgendwie zweimal die Woche ein Video hochzuladen, was mir auch echt leid tut, aber ich will wenigstens versuchen, einmal die Woche eins hochzuladen und ich beginne jetzt mit meinem Video. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier mehrere Kategorien vor mir aufgebaut. Ich versuche das Ganze so ein bisschen zu ordnen, denn sonst kommt es zu einem großen Durcheinander. Und ich fange einfach mal mit dem Thema Pflege an. Und da habe ich ein Produkt, was ich bei Netto gekauft habe, weil ich es irgendwo mal im Fernsehen gesehen hatte und gedacht habe, ach, dann, wenn es das da gibt, dann nimmst du das jetzt mal mit. Und zwar ist das von der Be Routine. Vielleicht sagt euch diese Verpackung schon was. Ist ja eigentlich hergestellt worden, ja eher für so jüngere Mädels und nicht so ältere Frauen wie wir. Aber ich dachte, probier es mal aus, weil es so teuer nicht ist. Und da habe ich einmal diesen Wonder Cleanser mitgenommen. Und das soll ein Gel-to-Milk Cleanser sein, der komplett eigentlich das Make-up runterholen soll und mit Pomelo-Extrakt und Glycerin die Haut pflegen soll. Ja, ich kann es euch jetzt leider nicht vormachen. Aber ich habe das ausprobiert, denn man soll diesen Cleanser morgens und abends auf die angefeuchtete Haut geben und kann es euch mal zeigen. Also es ist hier diese Tube und da drin befindet sich hier so ein rosafarbenes Gel. An sich erstmal toll, wenn man denkt, man macht es auf trockene Haut. Aber sobald dieses Produkt mit Wasser in Berührung kommt, dann wird das Ganze so eine richtig milchig dünne Pampe, die einem eigentlich mehr im Badezimmer rumspritzt, als es auf der Haut bleibt. Und ich habe auch hinterher gemerkt, als ich den benutzt habe, ja, er hat alles an Make-up eigentlich runtergeholt, aber ich hatte ein Gefühl auf der Haut von Silikon-Schmiergedöns. Und das fand ich ganz, ganz unangenehm. Und ich habe den Cleanser, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Mal benutzt, weil ich den Produkten ja auch immer eine Chance geben will. Aber für mich kommt der hier überhaupt nicht in Frage. Ich weiß nicht, wenn ihr den ausprobiert habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Er ist vielleicht doch nur was für jüngere Mädels, aber nichts für unsere Haut, weil die Haut dadurch komplett ausgetrocknet wird. Und dann nutzt es auch nichts, wenn man hinterher eine Tagespflege aufträgt. Und da habe ich auch eine gekauft, auch von diesem Be Routine. Das ist hier in so einer Pappverpackung. Das ist die Tagescreme mit Hyaluron und Primer. Habe ich gedacht im ersten Moment, ist ja super. Hast du eine Tagespflege und gleichzeitig ein Make-up-Primer, der die Haut mattiert und für den perfekten Teint sorgt, mit Hyaluronsäure spendet, Feuchtigkeit normaler und Mischhaut. Ich habe ja jetzt eine trockene Haut, aber trotzdem ja immer wieder mal so Pickelchen. Und in dieser Verpackung befindet sich dann ein Glastiegel. Ist hier so eine, ja, gelartige Creme drin. So sieht sie aus. Habe sie dann aufgetragen und dann auch einziehen lassen, aber sie lässt sich schon mal nicht so toll verteilen. Also man braucht da auch eine Weile, bis die dann eingezogen ist. Aber ich glaube, man kann das schon gut sehen. So leicht zieht die nicht ein. Na gut, habe ich gedacht. Wenn da ein Primer drin ist, dann wäre das ja eigentlich auch nicht schlecht. Was ich aber dann gemerkt habe, nachdem diese Creme eingezogen ist, war mein Gesicht komplett matt. Dass alle meine Fältchen, die ich schon habe, sich nochmal so richtig rauskristallisiert haben. Und ist halt nichts für ältere Häutchen. Die Serie ist auch eigentlich gemacht für junge Mädels, die sich wirklich viel und dick schminken. Und die werden mit diesen Produkten vielleicht einen Benefit haben. Aber unsere ältere Haut, ne, die kommt damit auch nicht klar. Vielleicht habt ihr die auch schon mal ausprobiert, aber bei mir fliegt die raus. So, zweite Pflegeserie, die ich euch vorstellen möchte, die hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und zwar ist das von dieser Spilantox-Therapie, diese Magic Touch BB Cream, die ich ja auch im ersten Moment, muss ich sagen, ganz toll fand. Ich zeige sie euch nochmal. Die ist hier in so einem Pumpspender und ist auch
leicht getönt. Aber auf dem Gesicht bleibt von dieser Tönung gar nichts über. Die macht nur so einen leichten Glow und die ist auch ziemlich beppig auf der Haut. Was ich nach 4-5 Mal Anwenden festgestellt habe, meine Haut fing davon an, hier unten total zu rebellieren. Und sie riecht auch echt sehr angenehm, aber das, was sie verspricht, nämlich mit diesem Spilantox da so einen lokal anästhetischen Effekt zu haben, also die Fältchen dadurch zu glätten, den konnte ich damit nicht feststellen. Hab aber in dem Zuge auch noch eine Nachtcreme gekauft von Spilantox. Die Extreme Night Repair Creme, die ist auch in so einem Glastiegelchen, sind nicht ganz billig. Also die Creme habe ich jetzt auch schon ein bisschen benutzt. Die ist auch ja sehr reichhaltig, muss ich sagen. Ich wollte die Tagescreme nicht nehmen, weil da ein Lichtschutzfaktor drin ist und für abends finde ich das dann nicht so angemessen. Die ist im Prinzip genauso wie die BB Cream, ein bisschen weniger beppig, aber auch da habe ich festgestellt, die tut nichts für meine Haut und eher rebelliert sie davon, als dass sie sagt, ja, ich will dich. Vielleicht für den Winter jetzt eher geeignet, aber für den Sommer viel zu reichhaltig. Ich muss jetzt eh mal abwarten, wie sich das mit meiner Haut verhält, denn im Herbst merke ich, wenn die Heizung auch so ein bisschen angeht, dann verändert sich meine Haut. Aber die BB Cream Magic Touch hier ist nicht mehr so, wie ich es mir am Anfang vorgestellt hatte, was ich sehr schade finde, weil das Produkt ist ja doch sehr teuer. Und manchmal merkt man das bei Sachen, die man erst toll fand, erst nach ein paar Tagen, dass es dann vielleicht doch nicht so ist, wie es man sich vorgestellt hat. Weiter geht's. Nochmal eine Pflege, die hatte ich euch auch gezeigt. Und zwar hier von Douglas die Aqua Focus Moisturizing Snow Mask, die ich ja von meiner liebsten Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und in meinem Video davon habe ich euch das auch gezeigt. Da ist ja hier so ein schönes, fluffiges Mousse drin. Aber die hatte wirklich nur einen zeitnahen Effekt, nämlich so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde nach Abnehmen dieser Maske war sie eigentlich ganz nett. Danach musste ich mein Gesicht 2-3 Mal eincremen. Die fliegt auch raus, weil die hat für mich überhaupt keinen Effekt. Trotzdem danke für das Geschenk. Kann man ja auch nicht ahnen, wenn man was verschenkt, dass das vielleicht dann nicht so ganz gut ist. Man meint es ja immer nur gut. Das waren meine Pflegeprodukte. Komme ich weiter zu Foundations, die für mich überhaupt nicht irgendwie in Frage kommen, auch wenn ich sie jetzt längere Zeit ausprobiert habe. Und zwar habe ich da auch 2 hochpreisige Foundations. Eigentlich liebe ich ja die Charlotte Tilbury Produkte. Ich habe hier die Light Wonder Foundation, wo ich gedacht habe, dass die ja für den Sommer total genial ist. Aber die macht mir auch viel zu wenig. Also ich habe sie bis hierhin ungefähr verbraucht. Die muss man ein bisschen schütteln. Da ist vorne so eine kleine Tülle dran, aber die ist mir wirklich ein bisschen zu Light Wonder, wie ihr hier sehen könnt. Also da gibt es gar keinen großen Unterschied. Ja, da tut sich irgendwie gar nichts auf dem Gesicht. Außer, dass es ähnlich wie eine getönte Tagescreme vielleicht ist. Aber meine Haut will sie auch nicht so, weil sie trocknet meine Haut aus. Deswegen, ich hatte sie schon letztes Jahr gekauft und habe gedacht, diesen Sommer, ich gebe ihr nochmal eine Chance. Aber noch ein Produkt, leider auch von der Charlotte Tilbury. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, die Magic Foundation. Die sieht hier auch sehr hell aus, weil ich hatte sie letzten Winter gekauft. Kommt hier in so einem Pumpspender, ist eine ziemlich feste Foundation, deckt eigentlich ganz gut ab. Aber im Laufe des Tages, die kriecht mir in die Fältchen und so nach ein paar Stunden merke ich, dass sie anfängt zu schwimmen. Und ja, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Ich werde mal wahrscheinlich diese neue Hollywood Flawless Foundation ausprobieren, aber die Magic Foundation ist bei mir leider überhaupt nicht Magic. Vielleicht ja bei euch. Dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Auch ein Produkt, was leider nach ein paar Wochen der Anwendung bei mir rausgeflogen ist, obwohl ich sie eigentlich am Anfang total toll fand, das ist diese Judith's Anti-Aging Foundation, die ja für alle Hauttypen geeignet ist, weil sie sich der Haut anpasst. Aber da ist wieder so ein Silikon drin, was meine Haut überhaupt nicht verträgt und die hat sowas von rebelliert und ich habe einen Ausschlag gekriegt, trockene Stellen, konnte sie nicht weiterverwenden. Ich habe aber auch ein Video dazu gemacht zu den Judith Williams Produkten, aber die, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst wird dieses Video wieder mega lang. Ich habe natürlich noch eine Foundation, habe ich auch ein Video zu gemacht. Also ihr seht, ich zeige euch jetzt auch viele Produkte, die ich in meinen Videos verwendet habe oder für euch ausprobiert habe. Und das ist hier von Bare Minerals, dieser Complexion Rescue Stick in Natural. Ich hatte ja 2 Farben davon bestellt, weil es die mal in so einem Tagesangebot gab, mit einem Blush zusammen. Und da habe ich die helle Variante schon mal weggeschickt,
weil ich gemerkt habe, als ich den aufgetragen habe, dass diese hellen Pigmente sich sofort in meinen Poren abgesetzt haben. Und deswegen hatte ich hier die dunklere Variante in Natural behalten. Ich benutze den auch so ab und zu mal, aber der gibt mir auch nicht das, was ich haben will, denn der mattiert mir mein Gesicht so sehr, obwohl er hier so schön feuchtigkeitsspendend aussieht. Aber im Laufe des Tages, muss ich sagen, setzt sich das auch total ab und macht mir einen total matten und krackeligen Effekt auf der Haut. Ich kann es euch hier nochmal verteilt zeigen. Es sieht hier nicht so schlimm aus. Aber im Laufe des Tages merke ich eben, dass es mir auch kein Benefit für meine Haut gibt. Und deswegen muss ich den auch mehr oder weniger aussortieren. Ich werde ihn zwischendurch natürlich auch nochmal so ein bisschen verwenden. Kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Andere Häutchen vertragen die Dinge vielleicht anders, aber mein Häutchen reagiert so. Meine fünfte Foundation. Da hatte ich noch kein Video zugemacht, weil das für mich ein so schlechtes Produkt war, dass ich gedacht habe, ne, das kann ich euch nicht zeigen. Und zwar ist das hier von Maybelline die Dream Urban Cover Foundation, die ich mir extra geholt habe auf Wunsch einer Zuschauerin, die gesagt hat, probier die doch mal aus. Aber ich fand die so schlecht, hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Und ich habe hier die Farbe Sesam geholt in 116. Die hat hier oben auch so eine kleine Tülle. Die ist sehr, sehr flüssig, soll ja angeblich Full Coverage Lightweight sein. Also sie soll komplett abdecken, aber ein leichtes Gefühl auf der Haut machen. Als ich die dann aufgetragen habe, war da so der Effekt von, ich sehe aus wie 30 Jahre älter. Die hat das Gesicht so bei mir abmattiert. Ich kann ja immer nur so von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, weil ich ja auch eine trockene, feuchtigkeitsarme Haut habe, dass meine ganzen Fältchen und auch so Knitter-Plissé-Fältchen bei mir im Gesicht so rauskamen. Nee, deswegen konnte ich euch da auch kein Video zu machen, weil ich gedacht habe, das kann ich absolut nicht zeigen. Dann würde ich nicht ehrlich rüberkommen. Und deswegen habe ich da gar nicht groß experimentiert. Ich habe die, glaube ich, zwei, dreimal benutzt und dann schon in meine Aussortiert-Schublade gelegt. Schade. Junge Mädels, keine Frage. Ihr liebt die wahrscheinlich, aber für mich kommt die auch nicht in Frage. So, ihr merkt schon, vielleicht überlaste ich euch auch ein bisschen mit den Dingen, die ich hier aussortiert habe, beziehungsweise die meine absoluten Flop-Produkte sind. Aber es geht noch weiter. Das Video, habe ich ja gesagt, wird heute etwas länger. Wie gesagt, ihr könnt mir zu den einzelnen Produkten immer eure Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Und ihr tauscht euch ja auch untereinander immer so schön aus. Das finde ich immer ganz besonders. Da muss ich mich manchmal gar nicht einmischen, aber ich finde es einfach schön, das so zu lesen. Aber ich mache weiter mit Concealer. Da gibt es auch ein neues Produkt, was ich ausprobiert habe. Ist auch von Maybelline. Und zwar dieser Super Stay Full Coverage Concealer, der in diesem Tübchen kommt, mit diesem Applikator drin. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Light gekauft. Der war auch schon mega ausverkauft, weil natürlich alle den haben wollen im Moment. Ich trage den auch heute. Da steht ja eigentlich drauf, dass es ein Full Coverage Under Eye Concealer sein soll. Aber ihr könnt das, glaube ich, schon erkennen von Full Coverage, selbst mit der zweiten Schicht, die ich hier aufgetragen habe. Gehen diese Augenringe auch nicht weg. Und ich weiß nicht, ob ich es, wenn ich es jetzt näher ranhole, euch auch zeigen kann, aber der setzt sich auch mega in den Fältchen ab. Ist wieder was nur für die jüngeren Mädels, die noch so ein makelloses, faltenfreies Gesicht haben. Meine Meinung. Ich sage hier sowieso immer nur meine Meinung dazu, nicht die Meinung von anderen. Aber die habe ich jetzt wirklich schon, ja, die ganze Woche ausprobiert und bin eigentlich mega enttäuscht davon. Noch ein Produkt, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, und zwar über die Maybelline Foundation in dieser Stiftform. Ich habe sie nicht mehr, aber ich hatte dazu auch diesen Instant Anti-Age-Löscher mir geholt. Den habe ich früher auch schon genommen, als ich noch so Anfang 30 war. Und da fand ich den auch ganz toll. Und er hat auch wirklich mir viel gemacht und er deckt auch wirklich super gut ab. Aber jetzt bin ich nun mal 47. Und der setzt sich sowas von in den Fältchen ab. Also ich kann es nicht anders sagen, aber ich hatte ihn eben für diese Foundation nochmal gekauft. Ihr seht, da ist auch noch nicht viel weg. Nee, der ist nichts mehr für uns ältere Frauen. So, noch ein Concealer in meiner Sammlung. Auch ein höherpreisiges Produkt, weil ich dachte, oh, ich habe so viele schöne Videos darüber gesehen. Und zwar auch eins von Charlotte Tilbury. Ich muss nochmal die Brille aufsetzen. Und zwar ist das der
Mini Miracle Eye Wand Concealer. Hat zwei Seiten. Auf der ersten Seite ist so ein Lift Under Eye Cream Serum. Also der kommt hier so in so einer Stiftform und den muss man drehen, aber der lässt sich nicht so wirklich drehen. Und dann kommt hier so eine helle Flüssigkeit raus und die soll man sich unters Auge geben. Also ihr seht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Augenserum. Und das Ganze dann unterm Auge erstmal einklopfen und einwirken lassen. Und danach kommt die zweite Seite. Da ist auch hier so ein Drehding dran, aber ich finde das sehr kompliziert. Und da kommt dann der Concealer raus. Und den kann man sich dann schön hier unters Auge geben. Der ist auch recht hell. Aber der hat für mich keinen Concealer-Effekt, sondern der hält das Ganze eigentlich nur so ein ganz klein bisschen auf. Ja, setzt sich leider auch in den Fältchen ab. Ich hoffe, ich kann euch das hier zeigen. Ich habe ja ein paar Fältchen auf den Händen und so verhält sich das dann auch unter dem Auge. Der fängt an, trocken und bröselig zu werden dann im Laufe des Tages und hat auch jetzt nicht wenig Geld gekostet, aber der ist, ja, Mist. Sorry, dass ich es jetzt mal so ausdrücken muss. Ärgert mich ein bisschen, weil es echt kein billiges Produkt war. Und ich dachte immer, die Charlotte Tilbury macht ja auch Make-up für uns etwas ältere Mädels und nicht nur für die Jungen. Aber der kommt mir nicht mehr ins Haus, leider. Da ist auch nicht jetzt wirklich viel drin. Also da sind ja jeweils nur so ein paar Milliliter drin, wenn ich den jetzt hier halbiere. Kann es aber nicht mehr nachvollziehen, weil ich die Verpackung nicht mehr habe. Wenn ich schon meine Hand hier sehe, wo ich vorhin die Maybelline Dream Urban Cover Foundation drauf gemacht habe. Ey, Leute. Guckt euch das mal an hier, diesen Unterschied. Hier ist nichts drauf, das ist meine normale Hand. Und die Hand hier, sorry, die sieht 20 Jahre älter aus. Das kann doch nicht sein. Wir wollen uns doch jünger schminken und frischer und dass man eben nicht so unsere Fältchen sieht. Und das, ja, ärgert mich einfach. Muss ich jetzt mal so loswerden. So, Brille wieder ab, sonst spiegelt sich's zu sehr. Komme ich nun zu Augenbrauenprodukten. Und zwar auch was von Maybelline. Ich weiß nicht, wieso ich hier so viel Maybelline-Sachen habe. Eigentlich mag ich die total gerne. Und zwar ist das der Tattoo Brow. Dieses Typchen hier. Hatte ich mir extra in zwei Farben geholt, weil dieses Braune, das war viel zu dunkel für meine Augenbrauen. Kann es hier nochmal zeigen. Und das ist ja hier dieses wasserfeste Augenbrauengel. Aber das macht ja bei mir fast schwarze Augenbrauen. Und dann habe ich mir nochmal diese andere Farbe geholt. Weiß gar nicht, taub war das, glaube ich. Und dachte, das passt jetzt so ein bisschen so eher zu meinen Augenbrauen. Aber auch die Farbe hier, die war jetzt auch nicht wirklich der Burner. Ist ein Produkt, was totale Balken macht. Man es schlecht verteilen kann. Man kann es schlecht dosieren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert mit einem feinen Pinsel, mit diesem Applikator. Ich habe es hinterher wieder ein bisschen runtergenommen. Ist nicht mein Produkt. Also wer die gut findet, okay. Ich finde die Tattoo Brow Pomade in diesen Glastöpfchen tausendmal besser. Die lässt sich viel gezielter auftragen, aber das ist einfach nur ja wie mit dem Edding aufgetragen. Also noch ein Produkt, ein Flop-Produkt, was ich gedacht habe, ja, probierst es mal aus. Ich muss die Brille wieder aufsetzen. Geht heute runter, rauf. Und zwar ist das von NYX ein Augenbrauenprodukt. Die mag ich ja eigentlich total gerne. Das ist der Fill and Fluff Stift. Das ist wie so eine, ja, Pomade, im Prinzip in Stiftform. Den habe ich hier in Ash Brown. Und hinten an diesem Stift ist kein normaler Spoolie, sondern da ist hier so ein ganz kleines Make-up-Bürstchen dran. Das fand ich eigentlich erstmal interessant. So ganz fluffig auch. Dann habe ich dieses Produkt angewandt und habe gedacht, ach du Schande. Also der lässt sich erstmal gut auftragen. Der ist auch wirklich butterzart. Auf den Augenbrauen lässt er sich auch wirklich gut verteilen. Aber es kommt viel zu viel Produkt auf die Augenbraue und dann hat man ja hier dieses Bürstchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so zeigen kann. Und damit soll man das dann verteilen, aber der schrubbt dieses Produkt einfach weg. Man kann mit diesem Ding nicht vernünftig die Augenbraue danach zeichnen. Ich musste immer wieder einen Spoolie dazu tun. Kann es jetzt auch nicht so zeigen, weil der haftet dann auch zu sehr an den Härchen. Aber dieses Produkt ist, ja, weiß ich nicht, ganz anders als meine anderen Augenbrauenprodukte, die ich hier von NYX habe. Ich war davon sehr enttäuscht, obwohl ich es eben, wie gesagt, wegen dem Bürstchen hier interessant fand. Was man aber allerdings mit diesem Bürstchen super machen kann, weil das ja hier super schmal ist, die Nase konturieren. Das habe ich also auch schon ausprobiert. Aber für die Augenbrauen ist dieser Stift, dieser Fill and Fluff, nicht wirklich bei mir geeignet. Musste ich deswegen auch wegtun. Da habe ich andere von NYX, die ich besser finde.
Fünf Produkte habe ich noch. Eigentlich habe ich es total gerne so im Sommer verwendet, aber es macht mir trotzdem nicht den Effekt, den ich erwartet hätte. Den habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist von L'Oreal, dieser Cherry on the Cake Blush und Bronzer. Ihr seht, die ist auch schon echt dreckig, weil ich den wirklich schon eine Weile benutzt habe. Und jede Farbe für sich ist eigentlich ganz nett, aber ich glaube, das ist eher was für die ganz, ganz hellen Häutchen unter uns. Und die wirklich nur ein ganz, ganz zartes Make-up haben wollen. Aber da ich ja immer gerne ein bisschen mehr Make-up trage, obwohl ihr mal sagt, ich würde mich ja wenig schminken, aber trotzdem hat mir das einen zu kleinen Effekt auf meiner Haut. Wofür ich das schon mal nehme, ist, wenn ich ein bisschen zu viel Bronzer aufgetragen habe, dann gehe ich da rein und verblende nochmal diesen dunklen Bronzer, der mir dann in dem Moment nicht gefällt, damit, dann gibt das eigentlich einen ganz schönen Effekt. Aber so als Bronzer und Rouge reicht mir dieses Ding eigentlich nicht aus. Ich werde den jetzt immer wieder mal ja zu Ende benutzen, aber ist jetzt kein Produkt, was ich auf jeden Fall irgendwie wieder nachkaufen würde. Noch ein Blush, den ich gekauft habe. Das ist von Catrice. Den gab es jetzt letztens. Da gibt es ja jetzt hier diese Limited Edition Pure Simplicity Baked Blush. Den habe ich mir in Naked Petals geholt. Der ist hier in dieser Pappverpackung. Trotzdem wieder ein bisschen Plastik. Und eigentlich sieht er auch ganz schön aus. Dann im Laden habe ich mir den so ein bisschen von den Pröbchen geswatcht und dachte so, ja, ist ja vielleicht ganz nett. Ja, und wenn ich aber jetzt mal hier so mit dem Fingerchen durchgehe, dann ist der eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, viel, viel, viel zu hell für mich. Und der glitzert und der schimmert um die Wette eigentlich eher wie ein Highlighter. Also auch eher was für die jüngeren Mädels. Ich habe ihn auch schon als Highlighter benutzt, weil er wirklich ganz hell ist. Und mit diesem leichten Rosastich verbindet der sich dann mit dem Blush eigentlich ganz gut. Aber das ist mir einfach zu viel Schimmer, Schimmer, Schimmer. Also ihr wisst ja auch, dass ich da eigentlich so gar nicht drauf stehe. Aber im Laden, beim Ausprobieren sah das eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ist jetzt auch nicht so teuer. Also da reut es mich mit meinen hochpreisigen Produkten viel mehr als mit den günstigen. Da kann ich schon mal eher ein Auge zudrücken, wenn ich die wegtun muss. Ist also auch nichts für mich, geht auch an meine Tochter. Ja, das Video wird länger und länger und länger. Aber ich habe noch drei Sachen für euch. Und zwar geht es um Mascara. Ihr hattet versucht, mich anzuspornen mit der Catrice Iconista. Die habe ich mir ja auch auf Empfehlung von euch geholt. Habe sie auch in einem Video vorgestellt. Aber ich komme mit dem Bürstchen hier, mit diesem kleinen, gebogenen, überhaupt nicht klar bei meinen Wimpern. Ich finde auch die Konsistenz von dieser Mascara überhaupt nicht schön. Die ist mir zu flüssig. Ich weiß es nicht. Ich komme mit diesen Bürstchen überhaupt nicht klar. Guckt euch das mal an, wie das gebogen ist. Es ist zwar schön klein und nicht so dick wie manche andere, die ich euch gleich noch zeige, aber ich komme mit dieser Mascara nicht klar. Ich habe sie echt schon ein paar Mal benutzt. Ist gar nichts für mich. Aber ich weiß, ihr liebt die. Noch ein Produkt, was ich auch bei jemandem gesehen habe, und zwar bei der lieben Steffi von Mama Co. Die gucke ich ja auch immer regelmäßig. Und ihr wisst, ich habe auch ein Video mit ihr zusammen gemacht. Wir haben uns ja vor einer Zeit mal kennengelernt. Deswegen mache ich ja auch YouTube, weil sie mich dazu angestiftet hat, mehr oder weniger. Aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und die hat von Max Factor die False Lash Epic Mascara mal vorgestellt in einem ihrer Videos. Und da dachte ich, ja, probierst du die mal aus. Dann habe ich mir die geholt. Und was mich eigentlich daran so interessiert hat, das ist hier oben, ist so ein Kügelchen auf der Spitze, wo ich dachte, das kannst du vielleicht super für unten drunter nehmen. Aber dieses Bürstchen, ihr könnt es schon sehen, das geht so konisch zu und wird dann ganz flach. Also eine komplett andere Form, als ihr normalerweise gewohnt seid bei einer Mascara. Habt die auch ein paar Mal ausprobiert. Ich musste davon auch so weinen und habe mir mit dem Bürstchen auch ins Auge gestochen. Ich habe es wirklich probiert ein paar Mal, aber die, ne, finde ich auch grottig. Noch ein Produkt. Wenn ihr mein Action-Video gesehen habt, da habe ich ja ein Make-up nur mit Action-Produkten gemacht. Und manche davon fand ich auch wirklich super toll und klasse. Aber ich hatte mir von Max & More eine Mascara geholt. Die Lash & Extension heißt sie. Die ist auch was für junge Mädels, die vielleicht gerade, ich muss das immer mal wegnehmen, die vielleicht gerade anfangen, sich zu schminken. Für die ist das wahrscheinlich toll. Das, was ich für mich von einer Mascara verlange,
kann sie mir einfach nicht liefern. Sie ist mega günstig und sie verspricht Ultra Curl und Länge zu machen. Da hat bei mir gar nichts gemacht, sondern einfach nur die Wimpern ein bisschen schwarz. Da habe ich ja meine Paradise Ecstatic und die Charlotte Tilbury Mascara, die ich über alles liebe und auch immer wieder nachkaufe, noch und nöcher. Ja, diese Dinge haben mir leider überhaupt nicht gefallen in der Vergangenheit, auch wenn ich manchen Produkten davon auch schon mal eine längere Chance gegeben habe, etwas bei mir im Gesicht zu bewirken. Das ist meine Sammlung an Fail-Produkten. Ich glaube, dieses Video ist jetzt lange genug gewesen. Ihr habt alle Produkte gesehen, aber wie gesagt, ich kann euch hier nur die Dinge so zeigen, wie sie für mich funktionieren. Das heißt nicht, dass diese Dinge auch für euch Mädels da draußen so funktionieren müssen. Aber so ist das ja. Deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Produkte zu kaufen, dass man immer mal auch eins findet, was zu einem passt. Aber leider auch immer mal wieder Produkte findet, die überhaupt nicht zu einem passen. Obwohl man bei anderen das ja gesehen hat und gedacht hat, wow, das ist das Megaprodukt, wenn das bei ihr funktioniert, dann funktioniert das auch bei mir. Aber so ist es leider manchmal nicht. So, ihr Lieben, wenn ihr euch fragt, was ich hier für ein Oberteil anhabe, dann könnt ihr vielleicht entdecken, dass es eine Strickjacke von Aldi ist. Ja, die hatten solche langen Cardigans in diesen Mustern, so mit Schwarz-Weiß und so Grau-Anthrazit. Ich habe die ein bisschen aufgepimpt. Und zwar habe ich mir hier eine pinkfarbene Paspel reingenäht, weil ich dachte, nur so in diesem Schwarz-Weiß war sie mir zu langweilig. Ja, wenn ihr da fragt, die gab es vor ein paar Wochen bei Aldi und die habe ich mitgenommen und ich finde die wunderbar. Gutes Material, ich habe die auch noch in diesem dunkleren Ton. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wie gesagt, ich schaffe es im Moment nur einmal die Woche ein Video hochzuladen. Entweder mittwochs oder sonntags. Wenn ihr mich abonniert habt, dann kriegt ihr ja sowieso meine Videos reingeschmissen. Und ansonsten, ja, stöbert doch einfach mal durch die vielen Videos, die ich schon für euch gemacht habe, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Bis bald. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Eure Nicole. Tschüss.